Halleluja. Nicht an. Nehmen uns Seife mit. Haben wir das geschafft? Okay, wie kommen wir jetzt bei dir durch? Sag nicht, wir müssen den Rollstuhl wählen. Müssen den Kollegen hier. Der eine ist in der Badewanne, der andere. Wie kommen wir da hoch? Seifenkiste mitnehmen. Dann bestimmt einige die Seifen fallen lassen müssen durch die Dusche. Ein Putzeimer. Wollen wir den mitnehmen? Können wir nicht. Vielleicht auch Spielbecken drauf. Den Eimer vielleicht. Okay. Ich blick's nicht. Was müssen wir hier schon wieder machen? So groß sind wir nicht und die Six haben wir nicht mit dabei. Da kommen wir nicht durch. Ach du Schande. Ich muss erstmal verschnaufen. Ich muss erstmal klarkommen darauf, was ich jetzt hier gerade geleistet habe. Ach du Schreck. Das fürs 2 zu schaffen ist ja auch unmöglich. Das ist ja auch eine. Alter. Das ist ja auch eine Mission. Oh, da steht noch eine weitere Seifenkiste. Ich weiß nicht, ob ich da zurück will. Eigentlich nicht. Aber da ist eine Luke. Können wir durch. Ich weiß nicht, ob ich da weiter will. Das geht ja wieder Richtung. Na komm, schieb doch. Offensichtlich musste da durch. Rein da. Na, woran liegt es jetzt? Woran scheitert es? Durch hier. Okay. Wie so flackernde Menschen. Eine Gummibadezelle. Okay. Sehr lecker, sehr appetitlich. So, wie kommen wir hier wieder raus? Was machen wir jetzt hier? Was ist hier das Geheimnis? Wie kommen wir aus der Gummizelle wieder raus? Rein in die Wanne. Die Wanne vielleicht umkippen. Liegen dann lange dran. Nur Secret Kammer oder was? Nichts los hier. Eine Secret Kammer. Was machen wir jetzt hier mit der Seife für vielleicht irgendwas? Können wir hier irgendwie. Ich nehme eine Seife mit. Oh nein. Ich habe da eine Befürchtung. Der Typ dort. Wir brauchen irgendwas, um da hochzukommen. Wir brauchen irgendwas, um hier oben ranzukommen.
Nein, ich will nicht. Ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht, ich will nicht. Gar keinen Bock. Ich habe gar keinen Bock. Und jetzt das Licht hier ausmachen, dann werden die Typen doch wieder aktiv. Die waren jetzt doch nur inaktiv, weil so. Weil das Licht die ganze Zeit geleuchtet hat. Ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es, ich wusste es. Ich wusste es. Ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, hasse es, hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, ich hasse es, hasse es. Mann. Menno. Ich hasse es. Jetzt haben wir noch mal so einen Kollegen. Okay, was wenn? Was finden wir? Das sind ja Zombies. Das ist Zombies. Zombies kann man ja bekanntlich. Zombies kommen ja bekanntlich nicht an Sachen vorbei. Das ist ja an offensichtlichsten Sachen kommen die nicht vorbei. Was, wenn wir jetzt hier diese Kiste? Kann man die verstehen? Wir klettern nur drauf. Dann die Kiste dort hinten. Kann man die vielleicht irgendwie? Die kann man doch bestimmt verschieben. Erzähl mir nichts. Die haben wir doch vor eben schon verschoben. Es dauert bloß länger, ein bisschen länger. Wenn wir die da vor die Tür schieben. Ich meine, wir können ja rüberspringen, aber Zombie-Menschen hier sind sie zu blöd zum über Kisten springen. Was, wenn wir die Kiste hier einfach mal in den Weg stellen? Da hinten wird sie eh nicht mehr gebraucht. Dann haben wir jedoch zumindest die Möglichkeit, das Licht wieder anzumachen. Müssen wir noch irgendwie an den Menschen vorbei. Die Tür auf, stellen wir das hier dazwischen im Weg. Wir können da ja rüber hüpfen. Da ist noch ein Luftschacht. Wo ist ein Luftschacht? Ja, da waren wir schon drin, Body. Das hast du nicht gesehen. Ich gehe für dich noch mal rein. Aber das ist wahrscheinlich noch nicht gar, was dann nachdem wir gestorben sind, wieder nicht freigeschaltet haben, aber da waren wir schon drin. Du warst gerade nicht da, deshalb hast du es nicht gesehen. Da war so ein Männchen, das haben wir verscheucht. Ja, da ist nicht viel los. Kleines Secret. Nichts Wichtiges. Den Luftschacht habe ich gesehen, da war ich schon drin. Hast du verpasst, weil du nicht da warst. Warst auf dem Klo. Da nicht mich für ankreiden. Sachen, die du nicht gesehen hast. Jetzt haben wir den Kollegen hier wieder. Sprint! Da kommt er nicht vorbei. An der Kiste kommt er jetzt nicht vorbei. Sollen wir jetzt hier wieder Licht anmachen? Können wir es doch bestimmt an ihm hier vorbeischleichen. Und haben den Rollstuhl. Sofern das Licht jetzt nicht wieder ausfällt. Können wir jetzt hier lang. Und sind im nächsten Raum. Voller Körperteile, voller Leute, die uns hier an den Kragen wollen. Ich liebe es. Ich liebe es. Ich mag diesen Teil des Spiels so sehr.
kommt der von hinten. Kommen sie jetzt von allen Seiten. Nein, ich hab dich doch angeleuchtet. Meine Fresse. Eine Pipi-Pause brauche ich jetzt nicht, aber eine Klopause. Eine Pause bräuchte ich. Das wäre nicht schlecht. Egal, ich weiß. Ich bin jetzt hier. Ich will das jetzt hier schaffen. Der Sack. Ich habe den angeleuchtet. Diese Dreckskerle. Bevor ich eine Pause machen kann, muss das jetzt erstmal. Muss jetzt hier erstmal noch ein bisschen weiterkommen. Nee, du bleibst jetzt erstmal stehen und du jetzt auch und du auch. Ach du Scheiße, wir wurden in Enge getrieben. Wie kommen wir denn hier jetzt wieder raus? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Wie sollen wir das denn jemals überleben? Es sind zu viele. Es sind zu viele. Was soll denn das mal werden? Ich komme mal da vorne lang. Nee, ich fürchte nicht. Das sind zu viele. Ich glaube, wir müssen einfach durchrennen, oder? Wie wär's denn damit? Statt die anzuleuchten. Einfach mal durchsprinten. Die nach links und rechts schauen. Wäre doch mal ein Versuch wert. Ja! Nee, das wird nichts. Danke, Spiel. Ich hab dich lieb. Ich liebe dieses Spiel. Ich finde das spitze. Ich liebe dieses Spiel. Das ist mein Lieblingsspiel. Ich mag das. Bin begeistert. Zehn von zehn Bewertung, vor allem für dieses Level, für dieses Hindernis, für diese Lösung hier. Finde ich großartig. Kann ich nur weiterempfehlen. Ist gar nicht gruselig und gar nicht schwierig. Gar kein Hindernis. Nicht der Rede wert. Ist doch jedenfalls. Kann man schaffen, braucht man keine halbe Stunde für, um durch einen Raum durchzukommen. Das ist gar keine Ursache. Das ist ja super Spiel. Gerne wieder. Spiele ich auch gern ein zweites Mal. In 2 Jahren dann Let's Play again. Unbedingt. Mach ich doch immer wieder gern. Irgendwie, ja, wir kommen da durch. Und dann können wir die anleuchten, aber dann haben wir von der anderen Seite noch Leute. Wie sehr ich das feiere, wenn wir hier durch sind. Versteht ihr? Es ist genau das. Ich tippe richtig aus. Eine breite Mauer aus. Was Leuten haben wir jetzt hier? Wie soll man euch noch vorbeikommen? Wie soll denn das jetzt hier noch was werden?
Der Weg ist versperrt. Es greift mich der Sack dort. Es ist doch nicht wahr. Ich meine, das Mauerbauen ist schon eine gute Idee. Das ist grundsätzlich ja auch, aber es ist hier im Spiel. dass die Mauer aus Menschen bauen, da kommen wir schon vorbei, wenn wir die richtig anleuchten. Das FSK 16-Schild eingeblendet in diesem Part. Weil ich wahrscheinlich noch gar nicht. Man kommt so von allen Seiten. Spätestens jetzt müsste es klar sein. Kaffeepause brauche ich heute nicht. Ich brauche keinen Kaffee, ich bin hellwach. Ich bin wach. Es ist. Ja. Ich brauche keinen Kaffee bei diesem Spiel. Den Bedarf. Nicht notwendig. Ich werde nicht müde. Da würde ich ja dann einschlafen. Das ist ja Schlaf. Nein, danke. Vielleicht können wir den einen dort verhindern, wenn wir hier weit genug links. Ich liebe dieses Spiel. Bekloppt es dabei. Sollen wir ganz außen links lang laufen. Dabei niemanden angucken. Dann war dich. Dann war dich. Dann war den Kollegen, der uns jetzt anfasst. Vielleicht ist das so ein Plan. Vielleicht kann man da ein paar von den Leuten vermeiden. Dich können wir nicht vermeiden. Okay, hier kommen wir nicht mehr dran vorbei. Hier kommen wir. Okay, euch drei, wenn noch mal mich rumsteht, kann ich nicht verhindern. Oh Mann. Ich brauche aber gleich einfach mal eine Pause, wo ich mich hinlege und einfach mal 5 Minuten hinlegen, 5 Minuten mal Wasser trinken, entspannen, runterkommen. Nein, da kamen sie auch an von allen Seiten. Ganz, ganz kurz Pause. Hier sind wir sicher an diesem Punkt. Da sind wir ja, können wir. Ich kann auch mal kurz pausieren. Ich brauch mal gerade einmal, einfach um aufs Leben klarzukommen. Einfach um klarzukommen, brauche ich jetzt einfach mal 5 Minuten. Wir machen 5 Minuten Pause. Das muss sein. Ich lege mich aufs Sofa. Ich trinke einen Schluck. Wir sind gleich wieder da. Schicke euch in den Warteraum. In Pausenraum. Bis gleich. So, willkommen zurück. Weiter geht's. Hab mich ein bisschen ausgeruht, hab mich ein bisschen auf die Couch gelegt. Weiter geht's mit dem Schrecken. So, mit den Pfeiltasten störe ich hier die der Schnampe. Ist schon schrecklich hier, das Ding mit den. Vor allem weil hier. Die wollen jetzt hier nochmal zum Ende alles auffahren. Jetzt kommen sie hier von allen Seiten. Jetzt hat der mich hier noch. Jetzt bin ich zumindest erstmal, jetzt bin ich ein bisschen weniger am Stottern, jetzt bin ich ein bisschen. Jetzt bin ich mir nicht mehr bekloppt werden. Das ist hier. Jetzt besteht nicht mehr die Gefahr, dass ich während des Streams an einem Herzinfarkt draufgehe. Ja, müssen wir mal hier gerade. Da mussten wir gerade mal eine Pause einlegen. Das war keine schlechte Idee.
Mal kurz 5 Minuten. Aufs Sofa legen, ein bisschen chillen, ein bisschen runterfahren. Ein bisschen an die Decke schauen. Ja, wenn man das richtig macht, dann kommt man weit. Und so richtig, ja, wenn man das drauf hat. Ich bin weitergekommen als. Ja, wenn man sich ein bisschen konzentriert. Und hier so richtig und verdammt. Okay. Es ist machbar. Ich sehe, es ist machbar. Wenn der Raum nicht allzu groß ist, dann. Noch viel größer ist als gedacht, dann. Können wir das hinkriegen? Du bleibst hier. Die schön unbewegt halten dich dann auch hier. Okay, da bin ich zu weit nach oben gegangen, nach hinten. Ich bin wieder tiefenentspannt. Na, tiefenentspannt ist was anderes, aber. Den Tipp kann ich auch gerne weitergeben. Den Tipp kann ich ganz gut weitergeben. Wenn du bei einem Spiel mal wirklich kurz vorm Zusammenbruch steht, dann einfach mal 15 Minuten, 5 bis 10 Minuten Pause. Ist die Welt schon wieder in Ordnung. Und jetzt haben wir ihn ja ausgelöst. Das ist halt. Den kann man vermeiden. Kann man die eigentlich generell irgendwie. Irgendwie mit einem Hammer besiegen oder so. Wahrscheinlich eher nicht, nur mit Licht. Sie generell stehen bleiben oder so. Okay, vielleicht können wir zumindest den Kollegen dort hinten. Wir schaffen es vielleicht von der Seite, vielleicht irgendwie die nicht auszulösen. Na komm, die von der Seite ist. Vielleicht können wir irgendwie dort hinten rum. Das ist dann, das sehe ich eine Möglichkeit. Wenn wir hier uns lang schleichen, sie dann schön auf der Seite halten. Und jetzt hier so. Das Ding, die jetzt hier. Dann kam der von hinten. Wir müssen die irgendwie auf eine Seite bringen, auf einer von uns. Mal hier ein bisschen zurückweichen. Okay. Oder wir schaffen es irgendwie, die dort hinten nicht zu aktivieren. Das ist auch eine Möglichkeit. Die erstmal zurück und dann. Komm du erstmal. Und bei dich erstmal hier hin. Nur die einzeln umgehen. So, okay, dann schleichen wir uns an dir vielleicht vorbei. Das ist gar keine so schlechte Idee, wenn wir dich mal hier lassen. Und dich dann auch noch, so euch, dich dann hier noch. Na komm, du kommst dann auch nochmal. Mal hier in der Mauer bilden von euch. Nur so eine Idee. Und die dann hier schön stehen. Abseits von deren Licht gehen. Dann sind die uninteressiert, dann bleiben die vielleicht dort stehen. Dann haben wir dann zwei Sorgen weniger. Ist eine Idee. Wir müssen noch mal rausfinden, müssen mal experimentell hier mal ein bisschen. Die werden jetzt erst getriggert, okay. Kommt auch der zweite gleich noch mit. Okay, jetzt habe ich die beiden da, wo ich sie haben will. Mal hier so außen rum. Nein. Bleib. Wenn es außerhalb deren Reichweite sind. Ich glaube, ich hätte die bleiben dort drüben stehen. Wenn wir sie nach drüben locken, bleiben sie stehen. Haben sie kein Interesse mehr an uns.
Ein Lichtschalter wäre hier nochmal noch eine Spitzensache, aber das ist natürlich nicht mit drin. Wenn am Ende des Raumes ist ein Lichtschalter. Wenn wir die mal hier rüber locken, gehe ich noch ein bisschen weiter. Und ich mal hier lassen. Ah, das war nix. Ich glaube, das wird nichts mit dem Maustüfteln hier, mit dem Stupide müssen wir hier. Müssen die ganz Stupide durch. Einfach mal hier leuchten. Jetzt hätten wir hinter uns geleuchtet. Irgendwann schaffen wir das schon. Mit der Taschenlampe kann man leider relativ schlecht sprinten. Das ist das Blöde. Jetzt hinter uns und hinter uns leuchten, hinter uns leuchten, hinter uns leuchten, hinter uns. Okay, der war ungut. Der war ungut rechts schräg neben uns. Ich mag das Spiel. Das ist hier schon eine Herausforderung. Vielleicht können wir ein Stück weit rennen. Wenn wir hier schaffen, alle einzuleuchten, wenn wir hier bestimmt und losrennen. Hinter uns, hinter uns, hinter uns, hinter uns. Den müssen wir auch hier noch. Sehr schön. Guck dich uns durch. Oh nein. Das ist doch schön. Hier haben wir einen Lichtschalter. Eine Sicherung. Ah, sehr schön. Können wir den Stuhl verschieben? Ich hoffe, die kommen da hinten nicht mehr durch. Können wir den Stuhl hier verschieben? Ich hoffe doch. Nee, können wir nicht. Sehr schön. Wie kommen wir jetzt raus? Mach die Tür auf. Sehr schön. Da sind wir wieder hier. Danke dafür, Six. Und jetzt? Ja, die Sicherung kannst du wieder mitnehmen. Darf ich? Und ja, na gut, dann nimm du das halt. Wir haben den Bereich geschafft, Modi. Achso, ja, darüber. Du machst schon hier. Ja, hier, Sicherung raus. Aber sowas von Tür zu dort hinten. Ich habe gar keinen Bock mehr. Die sollen hier. Ja. Sperren wir den Bereich großzügig ab, wo die da lang, wo die Zombies dort sind. Ich habe ihn fertig. Vorsicht, im Fahrstuhl ist ein Zombie. Ja. Raus hier. Aus dieser Abteilung. Weg hier. Leider nach unten.